Zu Gast beim Kunstmaler Jon Sommer-Bodian und seiner Partnerin Gudrun Witwer in Hamburg. Erst einmal möchte ich mich bei euch ganz herzlich für die exklusive Einladung in eurem Kunstdomizil bedanken. Gerne. Und gleichzeitig darauf hinweisen, dass die Gastgeber mir das Du vorab angeboten haben, das ich auch gerne für meine ausgesuchten Fragen angenommen habe. Lieber Jonso, du wurdest am 23. August 1961 in Ardabil, einer Stadt im heutigen Iran, geboren. In unserem telefonischen Vorgespräch erfuhr ich, dass du dich schon als Schüler für das Kunstwerk altpersische Teppiche und Wandmalerei begeistert hast. War das die Initialzündung für die Leidenschaft der Malerei, die in dir geweckt wurde? Ja, ich würde sagen schon. Als ich Kind war, habe ich mich sehr für Malerei interessiert, weil ich auch mit irgendwie Gefühl hatte, dass in der Schule immer gute Note gekriegt, als ich in der Schule war. Es war auch ein Fachbereich, das auch Kunst gehörte dazu. Und von meinem Lehrer oder Lehrerin, da haben wir auch mal einiges schon Erfahrung gehabt, dass die auch mal mich beworben, also haben sie mich erfordert. Und mehrfacher haben sie einfach gesagt, ich glaube, dass sie in der Zukunft was in diese Richtung machen werden oder machen können, und bleiben sie weiter. Daraufhin habe ich uns entschlossen, das heißt meine Familie entschlossen, dass ich bei Herr Zawadi, der sehr große Maler war in der Stadt. Entschuldige bitte, da möchte ich mal eben einhaken. Ja. Du hast den Namen Zawadi, habe ich ihn richtig ausgesprochen, erwähnt. Welche Rolle spielte, ich glaube, das war ein Meister, nicht? Der Meister Zawadi war... Auf deinem Weg in die Kunstmalerei nach deinem Abitur, du hast ja auch das Abitur gemacht, welche Rolle spielte er denn? War er also dein Förderer? Ja. Zawadi war, als ich siebte Klasse war, ich war etwa 15. Dann ich bei Zawadi, der war Freunde von meinem Onkel. Ja. Und Herr Wali und Zawadi, das sind die zwei Freunde, die auch Häuser gemalt hatten, so Museum oder alte Gebäude renoviert hatten. Ich habe damals in Ferien, Schulferien bei denen auch beschäftigt. Und daraufhin habe ich auch manchmal bei ihm mit Pinsel auf der Leinwand probiert und viele Übungen gemacht und also jedes Mal meine Übungen für Zawadi vorgelegt, ob er was toll finde oder was für Fehler lag. Der hat natürlich ein paar Sachen korrigiert, immer. Und da war für ihn oder für seine Freunde war klar, dass ich doch kann was. Ich muss dann weitermachen. Also entschuldige, dass ich dich unter da so dein Potenzial erkannt, deine Talente und war bereit, dich weiter zu fördern. Genau. Wie lange warst du unter seinem Dach, beziehungsweise seinem Künstlerdach, wie lange hat er dich gefördert? Kannst du das sagen? Ich weiß genau nicht, wie lange, aber ich glaube, das war bis 10., 11. im Gymnasium war ich bei ihm. Auch noch nach deinem Abitur? Nee, vor der Abitur. Das war vor dem. Also nach der Abitur, ich war so weit, dass ich nicht ihn brauchte, weil ich bin dann zu anderen Freunden, der auch sehr schöner, guter Maler war, aus den USA zurück war vom Studium. Ja. Dann habe ich wiederum mit ihm zusammen haben wir gemalt. Ja. Er ist leider gestorben jetzt, aber der war berühmt, der Said Aref. Ja. Er war eine sehr Freunde von uns. Und danach, wie gesagt, dann habe ich meine Mappen vorbereitet in Tebris. Wo ist der also große Teppichknöpferei in der Welt bekannt ist. Und erst nach dem Abitur, ich sag mal so, dass ich da auch mal langsam doch
mit dem Eiertemperatechnik so weit gekommen. Da kommen wir gleich noch zu seiner Technik. Wir wollen das jetzt mal ein bisschen, das ist natürlich eine hochinteressante Geschichte, deine Biografie. Jetzt noch mal einen kleinen Sprung. Wann bist du, dann bist du ja entschlossen, du hast dich entschlossen, nach Deutschland zu gehen. Was war da dein Motiv, nach Deutschland zu gehen? Ja, es war Motive, war ja ehrlich gesagt einzige Motive, dass ich da auch im Lande könnte ich nicht meine Falsche. eigenen Wünsche erfüllen. Ja. Da habe ich gemerkt, dass diese neue Revolution auch war wie so glückend für einige Künstler oder Leute, die da freiwillig arbeiten wollten. Da hat dann mein Freund, der in Berlin Medizin studierte, auch in Tübingen, dann haben sie mich gesagt, also verlangt oder gefordert, dass ich doch in Deutschland kommen kann, Ja. wenn ich da auch weiter studieren möchte. Sehr gut. Daraufhin, da habe ich mich entschlossen, einfach mal doch die Koffer packen. Das war sehr mutig, weil du ja auch noch nicht die deutsche Sprache Ich kannte überhaupt kannst, nicht. nicht? Und Ich da könnte nicht. bist du zu deinem Freund nach Tübingen, glaube ich, nicht? Genau. War das 84, wenn ich das so. Wie dann 1984 war das. Ich könnte Englisch, aber ich konnte Deutsch ganz wenig. Ja. Aber ich habe mittlerweile in Tübingen sehr schnell gelernt, weil es gab gute Möglichkeiten für in Tübingen. Damalige Zeit war auch sehr gefordert in Ja. Deutschland, ne? Die Leute, die da Studium Mm. machen wollten und so. Da begann ich mit dem Frau Wenke, diese Galeristin in Tübingen, Aha. kennengelernt. Aha. Die Frau Wenke Ja. und ihr Mann wollten meine Werke sehen. Da Da, habe ich einige ja. Bilder noch in Tübingen gemalt, 84. Ja, die Motive Die kennen wir, Motive, sehr ja, schöne einiges Motive, dort ja, sehr, gemalt. ja. Und dann die Ausstellung beginnt, kleine Ja. Ausstellungen, erst mal in Wenke Galerie, paar Bilder. Ja. Und dann habe ich doch erweitert, in Berlin da auch eine Galerie. Entschuldigung, da kommen wir auch noch zu, was Ausstellungen anbetrifft. Da gibt es ja eine ganze Menge zu berichten. Jetzt noch mal die Dauer in Tübingen, das war im Vorgespräch hattest du erwähnt, 3 bis 4 Jahre. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Ja, ungefähr 3 bis 4 Jahre war das. Aber ich bin immer Kontakte geblieben. Ich war in Berlin, Tübingen, immer hin und her, Berlin, Tübingen, Berlin, Tübingen. Es war ja so, dass ich auch immer zwei Füße, einmal Berlin, Also einmal du hast Tübingen, dich in war Tübingen Heimat. wohlgefühlt. Da hattest du auch Ja, das dein war wie meine soziales Heimat. Umfeld. Das Ja. war ganz wichtig, dass man eben Kulturell auch gut, ne? Kontakte, ja. Es war sehr schöne Zeit, aber auch viele Freunde herum mich. Das hat mich natürlich auch diese Fachhäuser und diese ganze Stadt war Schön. sehr alte Hat dich Stadt als Maler auch gewesen. inspiriert, nicht? Ja, Auch die Motive, das konnte ja, man ja. ja in deinen Gemälden, Ja. hat sich das ja auch sehr, sehr gut widergespiegelt. Also 3 bis 4 Jahre in Tübingen und dann rief Berlin. Ja, rief Hallo, Berlin, ja. Und Jonso, in Berlin kommst genauso hatte nach ich viele Berlin. Freunde, also da auch viele Freunde da studierten, viel mehrere Leute in der damaligen Zeit. Und dann habe ich gedacht, okay, in Tübingen gibt es auch, in Berlin gibt es auch für mich Möglichkeit, warum nicht? Ja. In Berlin habe ich natürlich auch da angefangen, einige Bilder zu malen. Das Schon sind Berlin, ja. Auch gerade. Motive von der Stadt oder Nee, es gar war nicht ja mal so. eigene Motive entstanden, aber es war sehr harte Zeit für Ja, mich in glaube ich. Berlin. Es ist auch ein Es großer war sehr Unterschied harte zwischen Zeit. Tübingen und Berlin. Das sind ja auch Welten, denke ich Ja, mal, nicht? Du ja. musstest du dich ja auch erstmal akklimatisieren. Ja. Aber wichtig sind, dass du ja auch immer wieder freundschaftliche Kontakte, eine Vernetzung, Genau. dass du da nicht alleine auf einsamer Flur warst. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend gewesen für Ja. dich, nicht? Wie lange warst du in Berlin? Wie In lange? Berlin, ich glaube, war auch 3, 4 Jahre, Auch 3, 4. ungefähr 3 Jahre. Danach bin ich dann in Hamburg gekommen. Ja, und das war aber auch mal wieder ein Motiv. Man braucht ja mal ein Motiv, wenn man wechselt, wenn man eine Stadt Ja. verlässt und sagt so, Hamburg ruft. Für mich war eine offene Stadt, Ja. Hamburg, mehr offene. Mir hat
Ja, vom Stadt auch, sehr schöne Stadt. Und auch mein Studium war so, dass ich auch Frankfurt oder anderen in Berlin auch erst zu spät habe ich Zulassung bekommen. Das heißt, ich musste ein halbes Jahr warten, abwarten Lieber für Jons, mein entschuldige, da möchte ich mal Architekturstudium. einhaken. Du hast mir gerade das Stichwort gegeben, Studium. Das ist ja wirklich, du hast ja auch darauf aufmerksam gemacht, dass du ja nochmal dein Abitur nachmachen musstest für Ja, Deutschland, klar. um dein Muss Abi man um die machen. Anerkennung deines Abiturs zu Ja, bekommen. Und ja. das war ja wirklich, und das hast du in Berlin gemacht, nicht? Ja, wir haben in Berlin im College, also wir haben Prüfung gemacht in Berlin. Und das musste also, diese Prüfung, erstmal zwei Prüfungen muss man machen. Einmal Ausnahme, Aufnahmeprüfung für Aufnahmen. Studienkollegs. Es gibt zwei Kurse, T-Kurs, M-Kurs. Wenn man auch Medizin studiert oder andere naturwissenschaftlichen Fächer, dann nimmt medizinische M-Kurs. Wenn man technische Fächer studiert, Maschinenbau oder Bauwesen oder anderes, dann muss man T-Kurs machen. Und allerdings für mich war natürlich sehr harte Zeit. Das Gleichzeitig habe ich malen und studieren, auch arbeiten, Ferien auch gearbeitet. Nacht in bestimmten, also Abendschule gegangen für die Das war Prüfungen. eine Also das. Mammutaufgabe. Also man kann nur sagen, Chapeau. Das ist wirklich, und das zeigt ja auch, dass Bildung eine ganz, ganz große Rolle spielt, auch Ja. für die Integration, nicht? Und auch die Sprache. Und ich muss dir ein großes Kompliment machen. Also wunderbar. Du beherrschst die deutsche Sprache. Aber das liegt ja auch ein bisschen an, du hast ja dann dein Glück auch in Hamburg gefunden, nicht? Dein Ja, Liebesglück, dein ja. persönliches Glück, Ja, das doch, in Hamburg, war, ja. ne, das ist ja deine Partnerin, deine liebe Gudrun, ne, hast du ja in Hamburg kennengelernt und nicht in Ja. Berlin. Das Nein, war ja schon mal nein. was sehr Positives. Ja. Ne? Das, es hat sich so ergeben. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr dankbar für Gudrun, dass mich viele in den Ausstellungen geholfen hat, geführt. Ich bin vor sehr, sehr vom Herzen dankbar, dass sie hinter mir gestanden hat, Ausstellungen geführt, organisiert mit Leuten öfter. Wir haben bis jetzt, ich glaube, fünf Ausstellungen gemacht. Und also ohne Gudrun wäre ich nicht allein irgendwie Ja, ich zurechtgekommen. glaube aber, das ist ja nicht nur, dass sie dein Potenzial erkannt hat, sondern dich auch als Mensch Ja. wahrgenommen hat. Ja. Und das spielte ja wohl auch eine ganz tragende Rolle bei der Entscheidung, dass ihr Ja. zusammengekommen seid. Genau. Nicht, dass einfach die Chemie stimmt und das andere kommt dann von alleine, nicht? Also, und deswegen ist sie ja auch ein ganz wertvoller Mensch an deiner Seite. Und Allerdings, also das. das, ich kann zu viel darüber erzählen, Ja. aber es ist die Wahr und Ja. das Das ist unsere Geschichte, entweder ja. macht man Ja. was gegenüber den anderen, steht vollem Herzen dabei zu Richtig, helfen, ja. auch begleiten mit Begleiten, ja. Ausstellungen oder auch Hoffnung geben. Das Ja, ist ja. Hoffnung, es ist sehr wichtig im Leben. Sonst hätte ich meine Hoffnung damals verloren. Ja. Von 2001, wann war das? 2003? Soweit 2005 oder so, da habe ich gedacht, vielleicht verlasse ich Deutschland oder gehe ich anderswo. Ja. Und das war eine sehr kritische Zeit für mich, sehr, sehr harte Zeit. Aber nach meinem Studium, Ja. Architekturstudium, dann habe ich Ja, da versucht greifst du zu schon mal wieder lernen. vor, da müssen wir wieder ein bisschen zurück. Also erstmal, das ist schon mal was ganz Entscheidendes gewesen, die Symbiose, ihr beide habt euch gesucht und gefunden, sie an deiner Seite, nicht als Liebespartnerin, aber auch als Managerin, die den Markt richtig erkannt hat, hat gesehen, wo sind die entscheidenden Bereiche, wo du dich am besten präsentieren kannst, und hat das sehr gut immer mit organisiert, das habe ich also auch recherchiert. Dann auf einmal hattest du die Idee, nochmal zu studieren, Architektur. Was war das denn? Das Malerei reichte nicht, muss man. Nein, Malerei reichte nicht.
ich habe da öfter wirtschaftlicher Aspekt. In Berlin gemerkt, dass allein und Kunst, jeder hat gesagt, ach Mensch, Kunst, also brotlose Kunst. Wie kannst du dein Bild verkaufen, wer kauft das Bild und so. Aber okay, jeder geht seinen Weg. Ich war damals mit harten Zeit mit meinen Bildern sehr glücklich. Ja. Und ich habe mich beschäftigt, ohne jemanden irgendwie unter Druck setzen oder auch anderen Ziele folgen, was die anderen meinen. Das ist auch kein so wirtschaftlicher Aspekt, nicht, ja. Also nicht monetär. Und ich hatte damals nicht für das Geld und Reichtum entschieden, um reich zu werden. Es war nicht für mein Ziel. Okay, wenn einigermaßen alles geklappte, war das in Ordnung. Ich wollte nur nicht abhängig sein von niemand oder so. Das ist auch sehr klug. Es hat geklappt. Ich hatte auch keine Frau, kein Kind. Wollte auch nicht in dieser Zeit. Und ich habe dann meine Ziel gefolgt. Habe ich gesagt, okay, wenn ich mit Kunst so weit bin, Kunst ist auch mit der Architektur gebunden. Das ist abhängig voneinander. Warum kann ich nicht? Ich probiere mal. Ja. Und es hat glücklicherweise mit dem Studienkolleg nach Abitur nachmachen, hat es geklappt. Ja. Ich hatte mir vor, wenn es nicht klappen würde, damals, hätte ich nur eine Richtung gefolgt. Ja. Das bedeutet nur Malerei. Aber ich hatte mir gesagt, okay, es ist eine vollständige Architektur mit Kalerei. Ich meine, das heute, Entschuldigung, Diversity, also Diversity. Mhm. Dass man eben zwei Beine oder drei Beine, dass man nicht auf einem Bein durch die Gegend humpelt und dann instabil ist. Nein, das finde ich ja gut, aber man merkt ja, dass es öfter sehr, sehr wichtig ist, den richtigen Partner respektive Partnerin. Das ist ein Glücksfall. Nicht? Das ist wirklich dass ein sie Geschenk. Auch in diese Richtung das Interesse ist ein Geschenk, hat. Ja, dass sie auch mal in diese Richtung auch Interesse hat. Und Das war okay. Es ist schon, ich glaube, es hat sich gelungen. Ich habe gesagt, okay, ich habe mein Studium erfolgreich gemacht, mit guten Noten. Es reicht mir jetzt. Ich kann jetzt meine Malerei weitermachen. Das meine ich ja. Und da sind wir wieder, da kriegen wir ja auch wieder die Kurve. Ja. Nicht? Du hast ja auch sehr viele Ausstellungen gemacht, die auch Gudrun begleitet hat. Ja, Gudrun begleitet. Und die ja auch öfter erfolgreich waren. Und einige haben also eine besonders große Aufmerksamkeit auf deine Kunstwerke ausgelöst, auf die Besucher. Könntest du vielleicht so ein paar nennen, wo du sagst, das war wirklich sehr, vielleicht auch Gudrun, dass Gudrun vielleicht auch da was zu sagen kann. Öfter ist es ja auch so, dass man nicht immer die richtige Zielgruppe, die einfach nur kommen, ein bisschen was trinken wollen und essen wollen, aber sich für die Malerei gar nicht so interessieren. Ja, jeder weiß, dass mit erster Ausstellung, zweiter Ausstellung wirst du nie Erfolg haben. Erstmal geht es darum, dass die Leute, Freunde, Bekannte kommen, erstmal deine Werke sehen, was du getan hast, was du gemalt hast, Öffentlichkeit gehen und dann erst schrittweise geht man vor. Ja. Das heißt, im Alistair Forum in Puppenbüttel war sehr schön, meiner Meinung nach, alle Freunde waren glücklich. Das war sehr, sehr höhepotenziell vom Ausstellung gesehen. Das meine ich ja. Es war wirklich dann wirklich Werke, die man auch erkannt, dass es keine so oberflächliche Malerei ist, dass man auch tagtäglich sieht. Aber ich bleibe in meiner Richtung. Ich muss intensiv arbeiten für ein Bild, die ist aus der Seele rausspringt. Nicht irgendwelche Motive, die so schnell wie ein Roboter auf dem Leinwand, sondern es muss intensiv passieren. Und da war ich da, fühle ich, das war schon Erfolg in Puppenbüttel. Ja, aber nochmal, meine Frage ging ja in die Richtung, du hast ja mehrere Ausstellungen, auch mit Gudrun, wo du sagst, doch, das war ganz schön und es waren auch viele Bekannte, aber wirklich auch, wo Kunstliebhaber und Experten gesagt haben, doch, das ist... Das spricht mich an und man braucht ja öfter Experten. An der Hochschule Hamburg, nachdem wir da ausgestellt hatten, das war sehr gut. Den Direktor von der Kunsthochschule war natürlich sehr, sehr glücklich. Ja. Und danach, nach dieser Phase, es war auch sehr gutes Publikum dort, in der Kunsthochschule in Hamburg. Kunstinteressierte Menschen. Und danach kommt Klaus Timm,
Klaus, dem Architekt, jetzt ist Rentner. Ist das die Barfuß? Die Barfuß. Die Barfuß. Ja, Barfuß-Galerie in Puppenbutte. Ja, die ist bekannt. Ja. Und der wiederum, Klaus, als er meine Bilder gesehen hatte und dass er unbedingt möchte ich das hier bei mir ausstellen, diese Gemälde. Er hat mich gebeten. Ich bin sehr dankbar auch von Klaus, den würde ich sagen. Von herzlich dankbar, dass er auch mir, ehrlich gesagt, wochenlang Zeit genommen über meine Malerei, über diese Richtung. Er hat auch Bücher gemacht. Ja, das sind ja. Namen. Das nennt man ja Reputation, die hast du ja auch, dass man sich als Künstler in der Kunstmalerei einen Namen gemacht hat und auch die Anerkennung von Experten bekommt. Das finde ich ja, ja ganz entscheidend. Das war, also nicht, dass das also Freunde sagen, auch so ganz schön, gefällt mir das Motiv, nicht? Also, und da sehe ich auch für dich noch eine sehr große Chance, dich da weiter zu präsentieren. Du hast ja auch eine sehr schöne Homepage. Nicht ein Portal, wo man sich informieren kann über deine Werke als Galerie. Aber das können wir abschließend noch mal sagen. Abschließend wollte ich auch noch mal darauf aufmerksam, dass du auch in Richtung Porträtmalerei gegangen bist, nicht, die du als Auftragskünstler auch erfolgreich auf deiner Homepage bezüglich höchster Qualität, da geht es ja um Qualität, aber auch um faire Preise. Vielleicht kannst du da was zu sagen, Gudrun. Ja, man kann das ja hier sehen, auch in dem Buch. Da hat der Klaus Timm das auch schon mal beschrieben. Ja. Also Porträtmalerei ist auch bestellt worden und gekauft worden. Also man kann da ganz gut gucken, dass Jonsor sich also damit beschäftigt, auch mit der Materie. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich da mit ihm darüber zu sprechen, sodass er auch seine eigenen Ideen damit reinbringt. Und so zum Beispiel wie dieses Foto hier, also wunderschön. Auch darstellt. Sehr schönes Foto. Also sehr schönes Gemälde so. Ja. Das sind die Porträte, die ich auch aus Auftragsarbeit gemacht habe. Hier, das sind auch deutsche Kinder. Ja. Und vor allen Dingen, das ist auch diese Technik, war auch um Eiertemperatechnik. Das sind keine Chemiefarben gewesen. Das kommt dazu. Da gibst du mir gerade das Stichwort, da wollte ich dich auch nach der Technik fragen. Und vielleicht bist du noch mal so lieb und erzählst auf jeden Fall, dass das ja eine ganz spezielle Naturtechnik ist. Ja, diese Technik, wie ich erzählt habe von Herr Zawadi damals, diese Wandmalerei haben Mittelalter verwendet in einigen Städten. Haben diese Eiertemperatechnik genommen, auf Holz auch. Und hat mich total fasziniert. Ja. Diese, aber es war am Anfang sehr schwer umzugehen mit dieser Farbe. Mittlerweile braucht man, also wirklich je nachdem, wenn der Künstler wirklich Tag und Nacht arbeitet, dann irgendwann findet den richtigen Malmischungstechnik. Ja. Das bedeutet, mit Eiertempera ist es schwieriger, weil man musste schichtweise arbeiten und später, dass er auch, dass der Gemälde keinen Riss bekommt. Ja. Meistens Gemälde nach Trocken bekommen Risse und das muss mal wieder restauriert werden. Allerdings braucht viel Zeit, viel Ehrgeiz, dass man da auch mit Materie beschäftigt, wie viele Menge mischen soll. Ja. Das sind dann Harz von Bäumen, Emulsionen von Bäumen, also das sind die sogenannte Damar, nennt man auf Deutsch. So. Das muss man verwenden, das ist auch Leineöl oder verschiedene Öl, je nachdem, dass man selbst erfindet, was für Ölmischung, flüssige Öl reinmischen soll und die gelbe Eier natürlich. So. Ja. Und das kommt dazu und dann wird das gemischt und dann bekommt man der eigene Produkte. Ja, das finde ich ganz lustig, finde ich immer so ein bisschen die gelben Eier, du meinst Eigelben. Ne? Eiergelben. Ja, die gelben Eier. Ja. Ne? Eiergelben. Ja, die gibt es zu Ostern, die gelben Eier, aber du meinst Eigelben. Ne? Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe einfach Interesse für diese Farbe. Ich werde auch daran bleiben. Ich war krank geworden, Lungenentzündung gehabt wegen dieser Chemiefarbe. Ich war im Krankenhaus, sehr gefährliche Lage war. Da habe ich aufgehört, mit Chemiefarben nicht so viel arbeiten. Weil du hast daneben beim Atmung und so, das ist sehr, sehr schwer.
nicht der Produzent böse sein auf mich, sagen jetzt, dieser Künstler macht Werbung für diesen anderen. Aber es ist so, die Leute jetzt werden wach und die wollen keine Chemie verwenden. Das ist einfach Giftzeug. Und für Kinder ist es auch nicht gesund, für unsere Natur auch nicht gesund, für Menschen auch. Und da finde ich auch mal, diese Ausstrahlung vom Bild ist ganz anderes als Chemiefarbe. Ich spüre das, ich empfinde das, dass diese Ausstrahlung von naturgebundenes Material ist wirklich ganz anderes ist als Chemiefarbe. Ja. Und vor allen Dingen, wenn es auch um den Leinwand geht, um das Materiestoffe geht zum Beispiel, ich verwende ganz andere Stoffe. Ich verwende nicht normale, billige Stoffe. Das kommt auch Material auch dazu. Ja. Und da kommt noch die Feinheit. Wie fein man arbeiten soll. Den Rahmen auch, ne? Und den Rahmen mache ich auch selber. Also ich habe Tischlerei gehabt, mein Vater hat Sägerei und Tischlerei gehabt im Ausland. Ich habe nebenbei auch Tischlerei gelernt. Und das mache ich auch Rahmen selber. Ja, du bist ja auch dann, kann man ohne Übertreibung sagen, ein Multitalent. Du hast ja mehrere Fähigkeiten. Und nein, entschuldige, das würde ich nicht sagen. Nein. Ich habe niemals, erhebe ich mich ganz hoch, weil ich lerne dazu auch. Ich bin keine, ich habe keinen Anspruch, dass ich großer Künstler bin oder Meister bin, nein. Ich bin kleiner, aber ich versuche einfach mal schrittweise vorgehen, weil dieser Prozess ist sehr lang. 40 Jahre dabei sein, erst nach 40 Jahren geht man in eine andere Phase. Es ist keine Mathematik von 2 plus 2 ist 4, dann ist Schluss. Ja. Bei diesen Sachen, das ist geistige Entwicklung, geistige Werke, man muss daran bleiben. Ja. Eine ganz, ganz tolle Geschichte, deine Biografie und jetzt schön, dass ich jetzt bei euch sein kann. Und ich denke auch, dass sehr viele Besucher auf der Homepage sich dafür interessieren und das Interesse geweckt werden, deine Werke auch kennenzulernen, beziehungsweise euch kennenzulernen. Ich glaube, die sind bei euch auch immer herzlich willkommen. Immer, bei euch. Ja. Immer gerne eingeladen. Open Door, die Tür ist immer offen für Besucher und das finde ich also ganz reizend und sehr interessant. Ja, also wenn du, oder wenn ihr beide, liebe Gute und Jonso, wenn ihr beide einen ganz speziellen Wunsch hättet, jetzt kommt die Fee und sagt, ihr dürft euch was ganz Spezielles wünschen. Was würdet ihr euch wünschen? Ich weiß auch, ich würde sagen, erster Wunsch ist, ich möchte, dass erstmal mein Gudrun immer gesund bleibt. Das ist meine Herzenswünsche, weil alles andere ohne Gesundheit kommst du nicht voran. Ist so. Und der zweite Wunsch ist das natürlich, dass man auch mal im Leben seine Ziele erreichen kann. Natürlich kostet Kraft, natürlich kostet Mühe. Ohne Mühe, ohne Kraft, ohne das muss, also Leidenschaft muss da sein, du musst leiden, bis es nicht mehr geht, damit du auch mal diese weißes Licht bekommst, dass du ins das Licht hineingehst. Sonst wird alles erstmal dunkel, die Tür geht nie auf. Ich sag mal so. Und ich wünsche mir das einfach mal. Erstmal Gesundheit und zweitens Erfolg. Sicherlich, jeder braucht Erfolg. Und ich auch bin dankbar für euch, Rolf, lieber, ich habe deinen Sohn. Ich habe einen Wunsch, ich habe einen Wunsch, einen ganz großen Wunsch, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen oder das, was ihr euch wünscht, weil das ein ganz, ganz, wie soll ich sagen, ganz wichtige Wünsche im Leben, gerade Gesundheit, wo das man kann sich keine Gesundheit kaufen. Nein, nein. Nicht für das größte Geld der Welt. Nein, das der Geld, das macht mich glücklich. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen und bedanke mich recht herzlich für das sympathische Gespräch, die ihr als meine Gastgeber mir hier präsentiert habe und mich also fasziniert haben. Ich muss sagen, ich bin also, ich hätte mir das gar nicht träumen lassen. Deine Biografie, die so umfangreich ist und so spannend, das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ich gehe da mal davon aus, dass sich sehr viele Besucher auf der Homepage
da gerne mit auseinandersetzen und vielleicht dann auch euch kontaktieren werden. Da gehe ich mal von aus. Also herzlichen Dank für das Gespräch und für euch alles Gute und Liebe. Danke auch. Vielen Dank.